Ja, warum wollte sie ihm den Tod machen? Ganz einfach. So. Ja. Nein, zu früh. Ich werde jetzt nicht nochmal das alles vorlesen, was wir hatten. Ich warte auf eine ganz bestimmte Stelle. Die gleich jeden Moment kommt. Sie hatte kein Motiv, euer Ehren. Was soll denn das jetzt? Helma war derjenige, der Blut vergießen wollte. Frau Varkas stieß sie nur in Notwehr die Treppe runter. Was soll denn das jetzt? Es ist ganz einfach. Herr Helma hatte die Absicht, Frau Varkas zu töten. Was? Was? Ja? Euer Ehren. Jack Helma setzte Herr Powers mit Schlaftabletten außer Gefecht. Jack Hammer schlich sich in die Umkleide und stahl das Kostüm des Stilsamurai. Jack Hammer trug das Kostüm, um die Waffe vorzugaukeln, diese Powers war. Dann machte sich Jack Hammer auf den Weg zum Wohnwagen. Und aus welchem Grund, fragen sie sich, um die Varkas zu töten, die ihn all die Jahre so schamlos ausgenutzt hatte. Das wäre ein Motiv. Das war deine Pfeife. Das ist keine Pfeife, es ist... aber egal. Sie haben es also doch getan. Geben Sie es zu. Sie ist auf einmal so ruhig. Ja. Ich bekenne mich schuldig. Ich hab's getan. Kein Rage? Kann jemand den Notarzt rufen? Da ist überall Blut. Wir kommen zu spät. Ah, Frau Varkas. Was? Was ist hier passiert? Manuel ist die Treppe des Wohnwagens runtergestürzt. Manuel? Ah. Okay, Manuel. Frau Varkas, versuchen Sie bitte Ruhe zu bewahren. Nein, wie konnte das? Es war ein Unfall. Herr Hammer hatte eine Action-Szene gedreht und... Nein, Manuel. Fassen Sie ihn nicht an, Frau Varkas. Nein. Bitte stirb nicht, bitte. Deswegen, Da war mehr. Glückwunsch, Herr Wright. Ich verliere. Schon wieder. Herr Edward, wo ist die Varkas? Im Wartezimmer, euer Ehren. Ruhig und gefasst wie immer. Ich verstehe. Herr Wright. Ja, euer Ehren. Scheint so, als hätten sie erneut ein Wunder vollbracht. Vielen Dank, euer Ehren. Ich glaube nicht, euer Ehren. Will Powers war unschuldig. Dass das ans Licht kam, ist ganz natürlich und kein Wunder. Du widersprichst gerade dem Richter. Ja, da haben sie recht. Nur gut. Dieses Gericht befindet den Angeklagten Will Powers für... nicht schuldig. Yes, wir haben es endlich. Die haben lang genug gedauert. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Endlich. Yes.
20. Oktober 13.12 Uhr Bezirksgericht angeklagten Zimmer Nummer 3. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Ich bin nur froh, dass es Ihnen gut geht. Ja, aber es ist traurig. Ich weiß jetzt, was Herr Power mein Kostüm gestohlen hat. Schlimm genug, dass er Frau Marquez töten wollte. Aber mir vorzustellen, dass er mir den Mord anhängen wollte, das macht mich sehr traurig. Sagen Sie mir, warum, Herr Fred? Er wollte genauso Ihre Karriere zerstören, wie seine zerstört wurde. Sagen Sie es mir. Warum wollte Herr Hammer mir die Schulter nicht in die Schuhe schieben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden es nie erfahren. Ja, natürlich. Puh, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich damit hätte befassen wollen. Glückwunsch, WP. Oh. Danke Ihnen, ich kann das Kostüm des Tiersammerer doch noch mal tragen. Danke Ihnen, Entschuldigung. Nee, bitte tu's nicht. Ich kann es kaum erwarten, diesen verschwitzten Kostüm wieder überzustreifen und... Bitte nicht. Stimmt etwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Und nun, Nick, Edward. Hallo. Sie wünschen. Bitte sprechen Sie. Sagen Sie etwas, Wright. Smalltalk liegt mir nicht so. Hä? Was? Das liegt uns beiden wohl nicht. Es tut mir leid für Sie, Edward. Sie kommen gleich zur Sache mit der Schadenfreude, was? Nein, ich wollte Ihnen aufrichtig danken. Marquez wäre davon gekommen, wenn Sie nicht eingeschritten wären. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Powers. Edward. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit, Herr Powers. Oh Gott, Lügner. Vielleicht die Kinder. Right. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht erwartet, Sie nach all den Jahren wiederzusehen. Wiederzusehen? Sie kennen sich? Wie auch immer. Im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen, wir hätten uns nicht wiedergesehen. Wegen Ihnen muss ich mich nicht mit unnötigen Gefühlen belasten. Ja. Schatten der Vergangenheit. Geister, nicht Schatten. Unnötige Gefühle? Ja. Unbehagen und Unsicherheit. Aber sind sie nicht irgendwie auch wichtig? Müssen sie nur im Weg? Kann ich nachvollziehen, Edward. Hören Sie mir zu, Phoenix Wright. Kommen Sie mir nicht noch einmal in die Quere. Dann wollte ich Ihnen nur gesagt haben. Zu spät, wir werden es wahrscheinlich öfter vor Gericht sehen. Herr Wright, ist dieser Typ Ihr Freund? Ich bezweifle es. Ich glaube nicht. Wer weiß, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, aber ich bezweifle es. Was? Freunde? Wohl kaum. Sie sind Rivalen. Rivalen. Stimmt doch nicht. Zurzeit schon, denke ich. Hä? Ja, hä? Warum habe ich das Gefühl, etwas verpasst zu haben? Weil du noch zu jung bist, um es zu verstehen, was bei uns in der Vergangenheit passiert ist. Sag schon, Nick, was ist da los zwischen dir und Edward? Das geht keinem was an. Und so fällt der Vorhang nach einer weiteren Verhandlung. Die Enthüllung des Unfalls vor 5 Jahren hat ganz schön Unruhe gestiftet. Es war in aller Munde. Glücklicherweise haben die Global Studios die Änderung des Programms überdacht. Sie drehen wieder Kinderserien. Gut so. Oh. Oh Gott. Mit der Idee. Nick. Das ist es. Die neue Serie startet heute. Die schauen wir uns doch zusammen an, oder? Nein. Ich gebe zu, ich war etwas überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das durchziehen würden. Ich muss auch Sammelkarten kaufen, okay? Die tauschen wir dann mit Cody und der Assistentin. Okay, mach ich. Nein! Findest du es nicht super, dass WP wieder die Hauptrolle spielt? Als rosa Prinzessin, oder was? Ich frage mich, ob sein wahres Gesicht diesmal gezeigt wird. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Welt ist noch nicht für so einen echten Will Powers bereit. Episodenende. Yes! Wir haben es geschafft.